Hey, heute zeige ich euch, wie ihr mit dem iPhone E-Mails empfangen könnt. Dazu öffnet ihr die Einstellungen und geht auf Mail, Kontakte und Kalender. So, dann auf Account hinzufügen. Und jetzt halt auf andere. Und jetzt werde ich mal einen Hotmail-Account hinzufügen. Also halt, gibt man einfach Namen ein, Adresse ist halt die E-Mail-Adresse und dann das passende Kennwort dazu. Ja, habe ich jetzt hier mal eingegeben. Dann sichert man das Ganze. So, dann jetzt wichtig, hier oben rechts auf Pub klicken. Und ja, halt wieder Name, Adresse, Beschreibung eingeben. Hostname, Hostname ist bei Hotmail, ist das die pop3.live.com. Ja, der Benutzername ist halt wieder die E-Mail-Adresse und das Kennwort, ja, halt euer Kennwort von der E-Mail-Adresse. Jetzt müsst ihr noch für die ausgehenden Mails müsst ihr gleich auch noch was eingeben. Also für die ausgehenden Mails müsst ihr halt nochmal einen Hostname eingeben. Und zwar ist das die smtp.live.com. Und der Benutzername ist halt wieder die E-Mail-Adresse und das Kennwort ist halt wieder das Kennwort von der E-Mail-Adresse von Hotmail. Dann sichert man das Ganze wieder. Das war's eigentlich auch schon. Ich zeige euch mal kurz, wie man jetzt die Mails empfangen kann. Also, wo man sich die angucken kann. So, einfach halt unten auf Mails klicken. Zack, und schon hat man die Mails da. Ja, was jetzt vielleicht noch wichtig ist, man kann einstellen, wie oft er die Mails kontrollieren soll, ob neue da sind. Also, wie oft er sich mit dem Server verbinden soll. Dafür geht ihr auf die Einstellungen, wieder auf Mail, Kontakte und Kalender. Und geht halt dort auf Datenabgleich. So, halt Push muss aktiviert sein und ich habe es jetzt halt stündlich gemacht, dass halt jede Stunde guckt, ob neue E-Mails da sind, die dann direkt auf mein iPhone lädt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal von mir abonnieren würdet. Es wird halt immer wieder neue Apps-Vorstellungen geben und nützliche Tipps und Tricks. Dankeschön.